Spreche mit Bram für den nächsten Auftrag. Spreche mit Caleb für den nächsten Auftrag. Spreche mit Napopon für den nächsten Auftrag. Bringe die Pilze zu Pili und Tilly. Brustkrabben. Okay, Pilze, das war das Letzte, was wir gemacht haben. Ja, willkommen zurück. Neue Aufnahme. Samael, Mara. Übrigens, damit ihr mal irgendwie nur so, was passiert denn da oben? Ist ja interessant. Damit ihr mal so einen Eindruck davon habt, wie schnell ich hier schon beim Produzieren bin. Also, ich habe mich hier wirklich reingekniet in das Game und bin hier wirklich fleißig dabei, neue Parts aufzunehmen. Und gestern, also wenn ich das jetzt aufnehme, ist gestern ein neuer Part von Saman Mara, der zweite Part von Saman Mara ist gestern online gekommen. Das ist jetzt, glaube ich, der 11. Part, wenn ich mich richtig gucke. Das heißt, ich bin hier wirklich ein bisschen weit voraus, vielleicht, eventuell, könnte man so meinen. Die Pilze, über die müssen wir hinbringen. Wie war das, wo? Pilzsuppe. Dazu hatten wir, glaube ich, ein Rezept. Dazu mussten wir erstmal zurückfahren zu unserer Insel. So war das, glaube ich. Guck mal, ich brauche ein Modellboot. Was ist das? Ein sehr kleines Boot. Mein liebstes Hobby. Aquila hat einige Modellboote. Das ist der Elite, der im Anwesen wohnt. Kannst du mir eins besorgen? Natürlich, ich kann danach fragen. Frag Aquila nach einem Modellbooten. Nach dem Modellbooten für Caleb. Na, der wird ja bestimmt sehr begeistert davon sein. Wird bestimmt gerne was abgeben, so wie ich den kennengelernt habe. Naja, Fragen kostet ja nichts. Fragen kostet nur 1,50 im Infostand, wie ich immer sage. So, zurück mal zu der Villa, bevor wir zur Insel fahren, die Pilze machen. Wo waren hier das Anwesen? Es war da weiter hinten. Ich hier mal über den Zaun, über die Hecke springen. Es war irgendwo dort. Durch den Busch gelaufen. Häschen. Da irgendwo wollten wir noch Milch herbekommen. Vielleicht kriegen wir das irgendwo mal zugesteckt. Da wollten wir uns Nachmittagstee machen. Oder wie das Ding hieß. Wo wir das Rezept von der Frau im Turm bekommen haben. Bin so hungrig. Gut, dann ist halt hier noch mal was, bevor du reingehst. Ein paar Äpfel. Okay. Kannst du jetzt bist eintreten? Du schon wieder. Caleb hat mich geschickt. Oh, ich verstehe. Was brauchst du? Er möchte ein Modellboot haben. Bist du sicher, dass er nichts anderes möchte? Ja, ich bin mir sicher. Wahrscheinlich weißt du nicht, aber Caleb ist sehr reich. Wirklich, wirklich reich. Know-how und er haben auf ihren gemeinsamen Reisen ein Vermögen gemacht. Sie waren wirklich gute Kaufleute. Wirklich? Sie sehen nicht so aus. Hier, nimm dieses Modellboot. Es ist nicht allzu wertvoll, aber ich bin mir sicher, dass es ihm gefallen wird. Vielen Dank. Dann könnt ihr mir doch bestimmt Geld geben. Bringt gerade das Modellboot. Dann knüpft dem Geld ab. Das ist also, ich soll Geld verdienen, um die Schulden von den Kolleginnen auf dem Markt hier abzubezahlen. Das ist jetzt hier. Also wirklich. Da können die mir doch was abgeben hier. Ich führe eine Reichensteuer ein. Wenn ihr wirklich so reich seid, müsst ihr mir ein bisschen was von eurem Geld abgeben. Zumindest so viel, dass ich hier die Schulden von den Damen bezahlen kann. Aber hallo. So sieht's aus. Na denn. Stellen wir sie mal zur Rede hier. Was habt ihr zu den Vorwürfen zu sagen?
Aquila hat mir dieses Modellboot gegeben. Es ist wirklich hübsch, danke. Gern geschehen. Wollte er Geld dafür haben? Jetzt, wo du sagst, nein, wollte er nicht. Ich hätte jetzt an ihrer Stelle ja gesagt. Viel, viel Geld, bitte. Aha. Denkst du darüber nach, ihn nicht zu bezahlen? Ich habe ihm vor einigen Jahren Geld gegeben. Und zwar genug Geld, um die Kosten für alle Modellboote zu decken, die man je kaufen könnte. Oh wow. Das ist der nächste Satz, den ich von dir gehört habe. Ja, ja. Oktopus-Rucksack. Das ist dein neues Rezept im Modellboot. Aha, okay. Jetzt haben wir einen neuen Rucksack. Und seine... Achso, Kaleb hat noch einen Auftrag. Bam, mit dem müssen wir noch sprechen. 300 Münzen müssen wir verdienen für die... Ach du Schande. So viele Aufgaben. Na, Popo müssen wir auch noch sprechen. Die finden wir durch dort oben beim Schreien. Dort im Gestottern wird hier gestottert. Edegan bekommt noch etwas Geld von mir. Kannst du es für mich zu ihm bringen? Natürlich, ich kümmere mich darum. Kannst du sicher sein, dass ich keinen Pfennig davon stehle? Das weiß ich. Hey, das war ein Witz. Schon klar. 400 Münzen. Okay, bring Kalebs Geld zu Edegan, um seinen Schuld zu begleichen. Okay, 300 davon. Ich sag, das ist von den Damen auf dem Markt. Genau, da haben wir die 300 Euro abgezahlt. Den 300 Geld. Oder können wir das machen? Das würde ich mal gerne machen. Zumindest mal versuchen. Mit 300 Münzen reicht zumindest schon mal. Können wir ja dem Kaleb erzählen, dass wir das für seine Schulden begründlichen haben. Tun jetzt so, als wären wir... Können wir mal hier ein bisschen eine kleine List. Wir sagen, das ist von den Frauen. Hallo, meine Kleine, hast du mein Geld? Ja, aber es ist nicht das Geld, das die Frauen schulden. Ja, gut, also, das hätten wir. Wie? Hast du es nun oder nicht? Ja, aber es ist mein Geld. Na dann, wenn ich es dir gebe, bekomme ich dann Tinte von dir. Die Frauen haben dir also kein Geld gegeben. Sie wollten es mir nicht geben. Sie sagen, du bist eine Schande und ein Feigling. Das mag sein, aber das heißt nicht, dass sie mir kein Geld mehr schulden. Bist du auch mit meinem Geld zufrieden? Ich schätze, das ginge auch. Aber sei vorsichtig mit diesen Frauen. Aber sie sind sehr nett. Naja. Also sehr nett waren die nicht zu dir. So, jetzt ist ihre Schulden ab. Das kleine elfjährige Kind. Kleine Mädchen, die seine Schulden aufbüßen. Verglichen mit anderen. Was willst du damit sagen? Ich muss leider gehen. Tinte, Münzen, sehr gut. Wir bringen das Papier und die Tinte zu Saimi, damit sie eine Karte von Mara zeichnen kann. Das ist gut, da kommen wir auf der Hauptquest weiter. Auf dem Weg, nein, das ist nicht auf dem Weg, aber auf dem Weg gehen wir hier nochmal bei Kollege Restaurantbesitzer vorbei. Nehmen nochmal den Quest von dem an. Bram, was liegt auf dem Herzen? Ich brauche ein paar Zutaten, das ist alles. Aber die Marktfrauen machen mir Angst. Mir auch, irgendwie. Warum? So schlimm sind sie denn nicht. Möchtest du, dass ich etwas für dich hole? Würdest du das für mich tun? Natürlich, kein Problem. Was brauchst du denn? Ein paar Zwiebeln, Kartoffeln und etwas Tintenfisch. Ich will einen Eintopf kochen. Ich möchte meine Mucke damit überraschen. Ich kümmere mich darum. Okay, Kartoffeln haben wir schon. Oktopus und Zwiebeln müssen noch besorgen. Okay. Von unserem Geld natürlich. Was auch sonst. Dann werden wir hier überall ausgenutzt. Ja, gut, für den tue ich es gerne. Bin irgendwie schon ein bisschen seltsam. Kauf was oder mach dich von meiner Karte. Das ist sehr freundlich, sind sie. Okay, sie verkauft nichts. Doch, sie verkauft was, aber nicht das, was wir brauchen. Und
Oktopus und Zwiebeln brauchen wir. Oktopus. Da reicht mein Geld aber dann nicht mehr für die Zwiebeln, oder? Ja gut, das könnte jetzt hier... Was kosten denn die Zwiebeln? Ein Oktopus, ich bräuchte zwei. Kaufen. Jetzt mein Geld, Anna. Reicht das noch für eine Zwiebel, oder? Zwiebelsamen. Das reicht leider nicht. Also kaufen können wir es nicht. Sein, wir kriegen noch was vom... Wir treiben uns noch ein bisschen was vom Kaleb ein. Aber erstmal müssen wir hier hoch zur Lady in den Turm. Wir holen uns das Geld von Kaleb. Was wir dann für die Speisen für Bram ausgeben. Ich würde mal kurz mal nachgucken. In das Inventar. Ein Oktopus haben wir gekauft. Ja, die Preise sind doch teuer hier auf dem Markt. Wie sieht es denn mit der Quest aus? Und Oktopus Brooks hat den Geruch auch gleich anziehen. Kauft die nötigen Zutaten. Ah, hier. Oh, ein Oktopus haben wir schon. Zwei Zwiebeln bräuchten wir noch. Ich kann mal die irgendwo ernten. Wir haben noch keine Zwiebeln im Dorf, aber vielleicht kriegen wir irgendwann mal Geld und können da doch noch was kaufen. Vielleicht kriegen wir von Dame aus dem Turm ein bisschen Geld. Oder wir können Bienenköniginnen verkaufen. Davon haben wir jetzt schon drei. Blumen mitnehmen. Sehr gut. Die können wir zu Hause auch einpflanzen auf der Insel. Auf unserer eigenen Insel. Ich hoffe, die bemerken nicht, dass wir hier was weggenommen haben. Oh, du hast ja schon alles. Es war nicht leicht. Das tut mir leid, mein Kind. Ich traue mich nicht, mit den Leuten in der Stadt zu reden. Warum nur? Manchmal haben Quedos Angst, obwohl ihre Angst keinen Sinn ergibt. Angst hält uns davon ab, die Dinge zu tun, die wir am liebsten mögen. Es gibt Tage, an denen es schon ein großer Erfolg ist, morgens aufzustehen. Das ist schon in Ordnung. Eines Tages werden wir bestimmt zusammen Muscheln sammeln. Das würde mir gefallen. Kannst du jetzt die Karte zeichnen? Natürlich. Aber es wird etwas dauern, bis ich fertig bin. Könntest du mir in der Zwischenzeit einen Gefallen tun? Noch einen? Natürlich. Es gibt da ein freches Katzenkind, das im Restaurant dieser Insel arbeitet. Sie heißt Mayo. Und arbeitet im Restaurant. Ist klar. Sie spielt mir ständig Telefonstreiche. Wenn du dagegen etwas tun könntest, überlass das mir. Ich werde es ihr schon zeigen. Cora, vergiss bitte nicht deine guten Manieren. Ja, bitte und danke. Tinte und Papier abgegeben. Oha, ein neuer Charakter. Geh zum Restaurant von Quedis und frage nach einem Katzenkind namens Mayo. Wo da sind, können wir auch gleich nach Ketchup fragen. Ein Senf. Restaurant, wo ist denn hier ein Restaurant? Ist das das Restaurant? Das hatte zu. Ich bin im Haus meiner Eltern und bald wieder da. Tut mir leid für die Umstände. Sie ist nicht da, wer auch immer sie ist. Okay, Restaurant von Quedis. Das ist mir so noch nicht begegnet, aber vielleicht haben wir es jetzt freigeschaltet. Vielleicht fällt es mir jetzt auf. Vielleicht war es vorher eine Tür, die verschlossen war und jetzt geöffnet ist, wie bei dem Anwesen hier. Das war ja vorher auch ziemlich verschlossen. Vielleicht finden wir da jetzt eine Lösung irgendwo in der Stadt. Ein Restaurant, das kann auch nicht zu notwendig sein. Das kann auch, das muss doch irgendwie relativ zentral liegen und dann, das finden wir doch bestimmt. Okay, da muss man gar nicht mal hüpfen. Restaurant. Wenn das nicht sogar schon die Katzendame ist. Hallo, ich bin auf der Suche nach Mayo. Warum? Jemand hat mich gebeten, mit ihr zu reden. Sie ist heute nicht hier. Bist du nicht Mayo? Nein. Mayo ist eine Piratin. Sie ist nicht hier.
Ich dachte, sie wäre eine Kellnerin. Da liegst du falsch. Bei dir, Mario. Die Tische müssen gedeckt werden. Wie du wünschst, Chef. Du bist also doch Mario. Das kommt drauf an, wer fragt. Sami sagte, du sollst mit den Telefonstreichen aufhören. Hm. Da fällt mir ein guter Streich ein. Lass sie uns anrufen. Nein, danke. Mir ist einfach so langweilig. Wir haben kaum Gäste. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Werbung, um unser Restaurant bei den Leuten bekannt zu machen. Kannst du mir dabei helfen? Was muss ich tun? Wir sollten ein Gericht zubereiten und es als kostenloses Geschenk anbieten. Verteile viel Gerichte unter den Bewohnern von Quilis, aber verschwende sie nicht an Touristen. Das ist eine gute Idee. Was für ein Gericht ist es? Es ist ein anokranischer Salat. Wo ist Ankora? Ankorischer Salat, okay. Wo ist Ankora? Das ist der Planet, von dem mein Chef kommt. Er ist ein Ank. Wusstest du das? Ah, ich verstehe. Er hat zu viele Haare für ein Fiedu. Und zu viele Hörner für ein Katzenkind. Okay, 4 ankonische Salate. Alles klar. Und dann lässt sie die Dame in Ruhe, wo die verteilt haben. Okay, dann schauen wir mal. Müll kippen. Ganz genau. So, Touristen dürfen wir nicht. Sehr vorsichtig, kleines Mädchen. Meine Bande ist überall auf der Insel verteilt. Okay, du kriegst schon mal keinen Senat. Der sieht doch wie einer aus. Ja, okay, mit dem war schon. Mit wem was wann? Zimmerschlüssel. Wie können wir das denn jetzt verteilen? Das ist jetzt 5x4 ein kurische Senate. Wem wollen wir das denn geben? Ah, da kann ich natürlich nicht durch. Ein Salat aus dem ankoranischen Restaurant. Ah, Avan ist zurück. Der netten Dame geben wir natürlich was. Natürlich. Hallo, möchtest du einen Salat haben? Oh, ich glaube, ich habe etwas in meinem Tagebuch darüber aufgeschrieben. Ankoranischer Salat. Gut, ist nicht das richtige Wort. Oh, das tut mir leid. Er ist nämlich ausgezeichnet. Okay, ein für ihn. Den haben wir mal richtig ausgegeben. Müssen wir nicht an die Damen noch verschwenden. Vielleicht können die Kollegen am Pier hier mir einen abnehmen. Du kriegst einen Salat. Etwas zu essen? Ah. Okay, und den letzten kriegst du, oder? Oder der Madame oben. Vielleicht kann ich das machen, kann ich oben der Madame einen und schlagartig wird es nicht dunkel. Und es dunkel. Ja, schön. Wie es ja dunkel wird. 20 Uhr. Ich versuche mal der Dame oben einen Salat zu geben. Als Wiedergutmachung für die Telefonstreiche. Das wäre doch was. Dann haben wir unseren letzten auch verteilt. Unseren letzten Salat auch weggegeben. Haben die Quest erfüllt. So leicht gehen manche Nebenquests zu erledigen. Eintreten. Der Karte ist noch nicht fertig. Sanaitchen. Vielleicht jetzt. Send jetzt zu allen Leuten auf der Insel, wenn du dich daneben benimmst. Okay, der Salat ist noch nicht fertig. Jetzt müssen wir vielleicht zurückgehen und mit ihr sprechen. Mit dem Katzenmädchen. Da kratzt meine Stimme ab. Bestimmt. Flach wird's am Rande. Ja, vielleicht haben wir dann die Quest erledigt. Die hört auf, die Telefonstreiche zu machen, dann können wir wieder hoch und die Karte abholen. Das klingt doch nach einem Plan. So, war noch gleich das Restaurant? Das war, glaube ich, hier. Das ist ja schon an den Tischen. So.
Hey, wie ist das gelaufen? Du hast alle verteilt. Gute Arbeit. Avan wird sehr glücklich sein. Worüber? Mario hat mich gebeten. Ich wollte wissen, was andere Leute über den ankoranischen Salat denken. Ich habe den Salat auf der ganzen Insel verteilt. Und das Mädchen hier mochte ihn auch sehr. Aber wirklich? Was für ein großartiger Idee, Mario. Jetzt kommen bestimmt mehr Gäste. Ich? Ja, sie mochte ihn. Das freut mich wirklich sehr. Danke, Mario. Du hast mir sehr geholfen. Kein Problem, Chef. Komm wieder vorbei, wann immer du magst, Kind. Hey! Tut mir leid, wir können dir gerade nicht helfen. Komm später wieder. Aber ich weiß, die hier alles geliefert hat. Bis bald. Ich hoffe, sie spielt Saimi wenigstens keine Strecke mehr. Kehr zu Saimi zurück und rede mit ihr. Karte abholen. Sehr gut, für deine Hauptquest. Ich würde es doch als die Hauptquest beurteilen, oder? Würde ich jetzt die Hauptquest sehen. Schaut fast so aus. Zumindest die Karte und so weiter, da können wir neue Gebiete erschließen. Das scheint die Hauptquest zu sein. Alles andere, ja gut, müssten wir auch irgendwie, bevor wir weitersegeln, sollte man die anderen Sachen vielleicht auch erledigt haben. Das wäre vielleicht ganz clever. Oh was? Ich kann da nicht hoch. Ich muss an einen anderen Berghang. Aber hier kann ich doch noch hoch. Sag nicht. Wollte gerade sagen, ich kann hier die Abkürzung nicht mehr nehmen. Das wäre zu schade. So, eintreten. Qua, wie schön dich zu sehen. Die Telefonstreiche haben aufgehört. Die Karte ist fast fertig. Sehr gut. Es fehlt nur noch ein Detail. Ich benötige Pflanzenöl, um das Papier haltbar zu machen. Öl? Ich werde Bram fragen. Bitte Bram um Pflanzenöl, um die Karte fertigzustellen. Das ist Bram? Interessant. Der sah da aber viel dünner aus. Unten. Wir sollten vielleicht mal schlafen gehen hier. Es ist gleich Mitternacht. Zum Kutter zurück. Unsere Energie ist auch fast verbraucht. Sonst wären wir hier noch mitten in der Stadt ohnmächtig. Das wäre nicht so schön. Ich meine, das tut auch nichts zur Sache, aber... Na komm, trotzdem. Zack. Oh, wo sind wir hier gelandet? Hinterhof. Okay, können wir nicht rein. Ab zum Kutter. Der Energiebalken schwindet. Oh, Questlog. Können wir uns gleich nochmal angucken. Ab zum Kutter. So, schlafen. Als ob. Als ob. Ist jetzt auf dem Boot ohnmächtig geworden. Als ob. Natürlich. Natürlich. Sind wir jetzt hier. Zum Glück gibt das keine Verluste oder so. Von denen wir hier kein Geld oder keine Items oder so. Das wäre noch tragischer. So im Boot schlafen, können wir hier mal ein bisschen... Wir brauchen ein bisschen Energie. Auch wenn es gerade erst morgen geworden ist. Oh, der Tank wird auch bald alle. Müssen wir auch mal wieder aufladen. So, hops. Ein bisschen schwimmen. Schadet auch nicht. Hallöchen. So schön hinterher. Ich sollte vielleicht mal was essen. Bei Apple. Davon haben wir jetzt genügend auf der Insel.